der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vom Streikrecht Gebrauch zu machen, wenn sie der Auffassung sind, dass das nötig ist. Und zweitens möchte ich Ihnen sagen, wie die Tarifverhandlungen gelaufen sind, habe ich mir immer sagen lassen, da ich mich ja als Gesellschafter außerhalb der Tarifpartnerschaft befinde. Aber ich weiß, wie der Stand der Dinge gewesen ist. Ich habe mich auch bei der Geschäftsführung informiert, ich habe mich bei der Gewerkschaft informiert, um auf dem Laufenden zu sein. Und als die Tarifverhandlungen vor 14 Tagen, beziehungsweise das Tarifergebnis abgelehnt wurde vor 14 Tagen, habe ich ja eine Gesellschafterversammlung einberufen, wie Sie wissen. Und es kam von unserer Seite ein klares Votum in Richtung Geschäftsführung, dass die Tarifverhandlungen fortgesetzt werden müssen. Drittens möchte ich Ihnen sagen, dass wir natürlich hier uns in einem kommunalen Krankenhaus befinden, Klinikum befinden. Und ich möchte Ihnen sagen, dass ich alles dafür tun werde, dass es niemals dazu kommt, dass dieses Klinikum aus welchen Gründen heraus auch immer stückweise privatisiert wird. Ich möchte Ihnen viertens sagen, das Klinikum hat vor einiger Zeit auch die Verantwortung für die Brücke übernommen. Genau. Dazu stehen wir als Gesellschaft und dafür steht auch das Klinikum in Gänze in Verantwortung. Das ist überhaupt gar keine Frage. Sagen, und jetzt geht der Blick in die große globale, das globale Thema, mit dem wir uns gerade alle beschäftigen. In Europa findet ein erbarmungsloser Kampf statt im Moment um Krankenhäuser, Kliniken und so weiter und so fort. Fresenius will eines der größten europäischen Konzerne werden, was sich gegenwärtig auf dem europäischen Markt befindet und auch künftig. Ich möchte Ihnen sagen, ein kommunales Klinikum ist ein hohes Gut für uns hier in der Region und auch für beispielgebend für andere Kliniken in Thüringen, in Deutschland und auch europaweit. Die Frage, vor der wir gegenwärtig stehen, ist folgende. Ist das Südharz-Klinikum, die Geschäftsführung des Südharz-Klinikums, noch in der Lage, einen Entwicklungsweg aufzuzeigen, der hinführt zu Löhnen, die Löhnen nach dem Tarifvertrag, öffentlichen Dienst? Ich bin gerne bereit, diesen Weg in meiner Verantwortung als Landrätin mit Ihnen gemeinsam zu gehen. Gleichzeitig möchte ich Ihnen anbieten, in einer Art Solidargemeinschaft auch zu gucken, wohin sich betriebswirtschaftlich das Klinikum entwickelt. Und wenn das Klinikum in der Lage ist, die Löhne so zu zahlen, wie die Forderung nach öffentlichem Tarif hier